Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Wenn ihr nicht wisst, was eine Nuzlocke Challenge ist, dann schaut bitte Part 1. Da erkläre ich euch das alles nochmal, aber es wird sich hier im Laufe des Spiels auch klären. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Chris erhält Eichs Paket. Chris packt Eichs Paket in Basis-Item-Tasche. Okay, grüß Professor Eich von mir. Von wem denn? Muss man auch schon deinen Namen sagen. Naja gut, okay. Auf jeden Fall sind wir momentan in Vertania City und wollen jetzt zurück zu Professor Eich, um ihm dieses komische Item da zu übergeben. Ja Leute, der Start ist natürlich ein wenig zäh und langweilig, das ist in Pokémon nun einmal so. Aber es wird noch spannend, keine Sorge. Vor allen Dingen durch die Tatsache, dass wir das als Nuzlocke spielen, kann es sogar stellenweise sehr, sehr, sehr spannend werden. Vor allen Dingen für mich, ich werde da einige Tode sterben. Also, im echten Leben halt. Los, Wollo, mach Radfratz nieder. Mit deinem Blubber. Blubstrahl. Hieß es nicht mal Blubstrahl? Oder kriege ich den Blubstrahl noch? Kann das sein? Ich glaube, ich kriege noch den Blubstrahl. Ich freue mich auch schon auf das erste Pokémon, das wir dann tatsächlich mal fangen werden. Das wird bestimmt cool. Leider können wir ja an dieser Stelle noch kein Pokémon fangen oder dürfen noch kein Pokémon fangen. Ja, ja, wann werde ich denn auch mal die erste Trainingseinheit machen? Ich weiß es noch nicht. Aktuell möchte ich es noch nicht unbedingt. Ich meine, Chigi ist jetzt Level 8, das ist ganz okay. Damit ist er fast arena-tauglich, glaube ich, weil die ist leicht. Die ist wirklich sehr einfach. Aber nun ja, erstmal ab geht's zu Eich. Hallo Chris, wie geht es den Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Das geht so. Du hast etwas für mich? Chris übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Professor Eich, Chris Sven, diese beiden sind für euch. So, wir bekommen unseren Pokédex. Wow. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen, benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Bla bla bla, Pokébälle, die sind natürlich sehr wichtig. Ja, ja, das ist wirklich so. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Nicht wirklich, ich darf ja nicht alle Pokémon fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch, du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon erkommt schnell, man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt, das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Chris, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und der soll sie keine geben, Chris. Oh, er ist so diabolisch. Gut, was ich auch nochmal sagen möchte, ist, dass ich Pokémon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr wirklich gespielt habe. Somit kann es sein, dass mir das Ganze ein wenig schwer fallen wird, aber ich hoffe, das klappt halbwegs. Opa hat dich um einen Botenbangang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Chris erhält eine Karte. Cool. Wir haben damit eine Karte und was ich schon die ganze Zeit machen will, ist ja in den Optionen das Texttempo auf 3 zu stellen und den Ton, der kann ruhig auf Stereo gehen. Ja, Stereo klingt gut. Ja, jetzt haben wir gleich besseren Sound. Man wird es vielleicht merken, das tut mir für Part 1 natürlich leid, dass ich das nicht wusste, aber jetzt weißt du Bescheid. Und ich meine, dass Shigi nicht volle Energie hat. Aber ich glaube mal, das macht jetzt nichts. Damit sollten wir dennoch durchkommen. Ein Pokémon hier darf ich natürlich jetzt nicht fangen. Also das wäre jetzt hier das erste Pokémon, das ich fangen könnte, theoretisch. Darf ich aber nicht. Radfratz auf Level 2. Ja, ich darf dich nicht fangen, also musst du dran glauben. Ich könnte jetzt natürlich flüchten. Das wird auch bald losgehen, dass ich vor jedem Kampf einfach flüchte, damit wir die langweiligen Kämpfe überspringen. Aber gerade am Anfang, denke ich, können wir noch so ein bisschen zusammen
die kleineren Pokémon aus dem Leben dreschen. Das ist wohl kein Problem, obwohl sie fallen ja nur in Ohnmacht, Leute. Keine Bange. Und ich werde auch noch eine Menge so Stories von mir und Pokémon, glaube ich, zu erzählen haben. Da gibt es schon das ein oder andere. Ich weiß noch nicht, wie ich das und wann ich das am besten mit einbringe. Denn am Anfang können wir ja erstmal noch ein bisschen aufs Spiel eingehen, oder? Ich meine, das werden viele Parts. Es wird bestimmt auch mal langweilig zwischendurch. Und dann habe ich da ein paar Geschichten auf Lager. Okidoki. Wir haben das ja jetzt geschafft hier. Sind in Vertania City. Heilen jetzt erstmal unsere Pokémon. Ich glaube sogar, dass ich mir vielleicht gleich noch ein, zwei Tränke oder sowas hole. Irgendwie sowas in der Art. Ich weiß noch nicht. Oder noch ein paar Pokebälle dabei. Dann werden wir uns daran machen, unser erstes Pokémon zu fangen. Ich hoffe, ich werde nicht zu oft immer wieder hin und her laufen müssen zum Pokémon Center. Es wird natürlich des Öfteren vorkommen, weil ich kann ja nicht riskieren, dass mein Pokémon stirbt, ne? Hallo, kann ich dir behilflich sein? Wir kaufen etwas. Hui, das ist aber alles teuer, ne? Gegengifte. Sollte man eventuell ein paar dabei haben. Dann nehmen wir erstmal drei. Ja, dann... Paraheiler. Ja, nehmen wir mal einen mit. Ja, Tränke. Tränke. Auch nochmal zwei. Nein, ich habe jetzt erstmal drei. Und Pokebälle. Nehmen wir nochmal fünf zusätzliche mit. Dann haben wir 10 davon. Okay. Ich denke, das sollte erst einmal reichen, um wenigstens durch den Vertania-Wald zu kommen. Drückt mir die Daumen. Ich werde jetzt nicht mit jedem Einzelnen hier sprechen, weil ich das eigentlich für Unsinn halte. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm? Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Doch, weiß ich. Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Ach komm. Nun gut, Leute, der erklärt uns, wie man Pokémon fängt. Da haben wir ein wildes Hornleo auf Level 5. Der Typ muss nicht einmal gegen dieses Pokémon kämpfen. Nein, er wird einfach seinen Pokéball nehmen und ihn fangen. Ja, ja. Der Typ ist halt Pro, ne? Also, was willst du machen? Und... Catched! Hornleo wurde gefangen. Na wunderbar, das freut mich für dich. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Lehrkanal erhalten, was? Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Okay, da gucken wir mal einmal kurz rein, weil da kann ich ja vielleicht demnächst mal... Ups, hier ist falsch. Ach komm, Controller, mach mit. Da kann ich dann ja vielleicht demnächst mal lernen, wie das Ganze mit diesen Items geht. Das ist ein Statusproblem, Elementklasse. Wie fange ich... Ah, okay, also nichts Spannendes für uns. Oh, an meine Nase. Oh. Ah, wieder mal totaler Alarm hier. Das ist die Pokémon-Arena hier, die ist aber momentan nicht besetzt. Diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arenaleiter sein mag. Das fragen wir uns alle. Das werden wir aber erst am Ende des Spiels erfahren. So, Tipps für Trainer. Fange Pokémon und deine Route Nummer 2. Ich nehme meinen Stift zur Hand und schreibe es auf. Route Nummer 2. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt nicht auch noch verkacke. Na gut, was heißt verkacken, ne? Die erste konnte man halt nicht machen, weil kein Pokémon da. Hier brauchen wir eine sogenannte VM. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Die haben wir aber noch nicht und deswegen... So, hier wird jetzt unser erstes Pokémon gefangen. Ob es will oder nicht, es weiß noch nichts von seinem Glück. Taubsi, das wäre gar nicht schlecht. Da hätten wir auch schon ein Pokémon, das später fliegen kann. So, Wollo, jetzt ganz ruhig. Nicht übertreiben und so, nicht übertreiben. Okay. Einen noch! Oh Gott, ich muss vorsichtig sein. Ich meine, es darf ja nicht sterben. Es darf auf keinen Fall sterben. Und ich brauche unbedingt jetzt mal hier ein paar Pokémon. Pokéball. Okay. Bitte, bleib drin. Mach einfach. Du bist ein Level 4 Taubsi. Und geschwächt. Du kannst drin bleiben. Ich weiß es. Oh, du Arsch! Ich muss auch aufpassen, nicht, dass er mich tötet oder so. Ne, das kommt ja auch noch dazu.
Boah, dieses Nuzlocke ist viel schwerer, als ich dachte, ganz ehrlich. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich habe jetzt schon Angst, aber wir haben das Taubsi. Wundervoll. Taubsi wurde gefangen auf Level 4. Das ist doch mal was. Taubsi, ein Eintrag im Pokédex. Ja, ja. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Ja, wie nennen wir denn Taubsi mal? Wen könnte man denn da mal nehmen? Leute, wen könnte man denn da jetzt mal nehmen? Taubsi, du wirst... Ich nehme einfach mal... jemand, der viel kommentiert. Und auch sehr häufig bei MKW mitfährt. Ja. Linus Fail. Gut, du wurdest als erster benannt. Es ist einfach Zufall, weil du nämlich vorhin mich irgendwas gefragt hattest. Ja, genau. Deswegen bist du mir jetzt gerade im Kopf geblieben. Ich werde ihn natürlich erst einmal heilen. Hey Leute, ich kann ja jetzt nicht mit so einem Pokémon da losstarten, ne? Nicht, dass der arme Linus direkt verliert. Das wollen wir ja nicht. Nein, 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 das wollen wir nicht. So, wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. So, ihr könntet mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Projekt bisher gefällt. Ich meine, gut, es ist noch nicht viel passiert. Es geht langsam los, aber... Ich meine, man kann ja trotzdem schon sagen, so, oh, komm, du machst das nicht gut oder so. Also, irgendwelche Verbesserungsvorschläge kann ich natürlich nicht sehr schnell umsetzen, weil ich noch ein bisschen weiter aufnehmen werde vorher. So, die Route 2, die hat sich dann ja für uns erledigt. Dann können wir jetzt auch eigentlich... wir werden Linus Fail mal an den Anfang packen. Ey, du sollst tauschen mit Linus. Weil... ich das so sage. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass ich erstmal ein bisschen mit dem trainiere. Außerdem ist das hier genau das Richtige. Im Wald. Ich meine, dass Flug-Pokémon sehr gut gegen Käfer-Pokémon sind. Und auch hier dürfte ich mir jetzt natürlich gleich ein Pokémon fangen. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Ja. Dann werden wir erstmal gucken, ob wir hier direkt schon ein Pokémon fangen können. Vielleicht kommt ja ein richtiger Knaller. Na? Ein Hornlio. Ein wildes Hornlio erscheint. Auch auf Level 4. Das ist nicht schlecht. So, Linus wird das Ganze erstmal regeln. Er kann nur tackeln. Okay. Ah, das ist okay. Fadenschuss. Was bringt der denn nochmal? Initiative? Oder? Ja. Okay, Initiative ist gesunken. Das macht aber nichts. Oh, Giftstachel. Das ist Mist. Bitte nicht vergiftet. Bitte nicht vergiftet. Natürlich sofort vergiftet. Tackle ihn. Wie viel macht das Gift weg? Ja, okay, das ist ganz ordentlich. Pokéball. Und. Bam, den haben wir auch. Dann schreibe ich mir aber kurz den Bertania-Wald auf, damit ich das nicht vergesse. So, und zum nächsten Part muss ich mir auf jeden Fall eine Menge Namen aufschreiben, die nach Pokémon benannt werden können. Ja, auch dieses Pokémon wird einen Spitznamen bekommen. Du wirst, Rafa. Der hat mich nämlich auch letztens angeschrieben und hat schon gesagt, dass er gerne nach einem Pokémon benannt werden möchte. Ja, jetzt bist du ein Hornlio. Ich werde natürlich versuchen, mich gut um dich zu kümmern. Keine Angst. Also du wirst nicht sofort sterben. Schön. Da fällt mir ein, ich habe natürlich jetzt ein vergiftetes Pokémon. Das können wir so nicht stehen lassen. Gegengift. Okay. Gegengift wurde bei Linus Fail verwendet. So, das geht ja echt nicht, ne? Also, wir können ja jetzt nicht hier... Nee, nee. Ist das ein Trainer? Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Okay, ja, es gibt hier auf jeden Fall Trainer. Die mir ein wenig Sorge bereiten. Na komm. Gegen dich kämpfen wir erstmal. Oder auch nicht. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Okay. Will erstmal einen Trank. Oh, geil, ein Trank. Das können wir gut gebrauchen. Ah, ich hätte gerne so eine Komplettlösung, wo ich sehen kann, welche Items überall rumliegen. So, ein erster Trainerkampf. Hey, du hast auch Pokémon? Los, lass uns kämpfen. Ja, Pokémon-Trainerkämpfe werden sehr viele noch kommen, Leute. Sehr, sehr, sehr viele.
Die sind auch sehr wichtig, um Erfahrungspunkte zu sammeln, denn mit den eigentlichen kleinen Pokémon ist das recht schwierig. Oh, er hat einen Holio auf Level 6. Fadenschuss geht schon mal daneben, das ist gut. Dann hoffe ich mal, dass wir hier halbwegs was reißen können. Ich werde natürlich versuchen, dass Linus Fell hierbei nicht drauf geht. Ich werde natürlich versuchen, dass keins meiner Pokémons drauf geht. Meiner Pokémon, nicht Pokémons. Pokémons gibt es nicht. Es gibt auch keine Mehrzahl von Hornliu. Es ist nicht Hornlius oder so. Nein, es sind immer Hornliu. Mehrere Hornliu. Ja, hat mir das auch mal geklärt. Aber es scheint zu klappen. Ich glaube, den kann ich mit Taubsi ganz gut besiegen. Komm schon. Tackle ihn um. Sehr schön. Und was hat er jetzt noch? Wahrscheinlich ein Raupi, oder? Fällt aber auch ein Kokuna? Kokuna wäre ziemlich gut. Oh, Sandwirbel erlernt. Naja. Meine Güte, das bringt richtig was. Nee, du bleibst erstmal da, so wie du bist. Baldur ist der Pokémon-Trainer. Der Name. Ich dachte gerade, er hätte seinen Raupi Baldur genannt. Und noch ein Fadenschuss. Meine Güte, der Taubsi kann sich gleich gar nicht mehr bewegen. So langsam ist der. Na, aber gut, das klappt. Das klappt. Oder? Ja, doch. Locker. Naja, wenn natürlich jetzt ein Volltreffer kommen würde von ihm, ne, das wäre... Oh, da darfst du doch nicht aussprechen. Linus Fay 67, Level 6. Wunderbar. Oh, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Ah, Raupi hat es nicht geschafft. 72 Pokédollar. Wunderbar. Gut, Leute, damit möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.